Ich hatte den zweiten Game Test. In meinem zweiten DS, nämlich in meinem Grün. Und das Spiel heißt Pokémon Diamant Edition. So. Dieses Spiel bietet auch Wi-Fi Connection an. Ich bin schon ziemlich weit dort und mir ist noch nichts eingefallen. Also ich bin heute in YouTube herumgesucht. Dann war ich so einen Game Tester gesehen und habe ich mir gedacht, mach ich auch noch so einen Game Tester. Jetzt teste ich verschiedene Spiele. Und für die, die Pokémon noch nicht so richtig kennen, Diamant, lasse ich jetzt mal den Vorspann laufen. Dann können wir in den Tarif. Ich teste wieder Bonusmaterial, zum Beispiel einen Wi-Fi-Tausch aber nur. Oder wie die Wi-Fi gehen. So. Das ist das Bonusmaterial. Nicht. Entschuldigung. Ist ja so. Ihr seht hier unten was. Aber das meine ich. So. Pokémon Diamant Edition. So. Das hier bin ich bei Pokémon. Ich bin dieses Mädchen Lucia. Hier bin ich. Und ich zeige euch mal Pokémon, die ich mit habe. Zum Beispiel das hier. Also. Level 100. Hier seht ihr. So, ein bisschen Level 4. Ja. Man kann ja auch sehr viel machen, zum Beispiel Fahrradfahren. Ich habe übrigens Pokémon in der Fangion, Reuni und Lucario. So. Ja. Dieses Spiel hat auch sehr viele Möglichkeiten. Ich check euch jetzt mal die Wi-Fi. Wo ist das? So. Fliegen kann. Was jeder. Also Apex ist das einzige Pokémon, was alle Attacken erlernen kann. Ohne Mogelkarten. So. Das hier ist das große Gebäude, wo ihr dann rein müsst. So. Ich zeige euch mal von innen. Da, hier kann man tauschen. Ich zeige euch mal den Geonex-Logo, wo ich ihn überall getauscht habe. Das sind die gelben Punkte, die ihr hier sehen könnt. Ah, vielleicht mit der Kamera sieht man sie nicht. Also hier in China habe ich auch schon mal getauscht. In Australien einmal. Heute in den USA habe ich auch schon getauscht. Heute. Zwar einmal. Ja, so. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück. Das ist ein Geonex-Logo. Nun gehe ich wieder aufs Fahrrad und zeig euch jetzt mal was anderes. Ich gehe mal nach oben. Hier zum Beispiel kann man seinen Trainerpass unterzeichnen. Hier kann man mit Freunden spielen. Und hier kann man kämpfen mit Freunden. In 10 Meter Reichweite, so wie das, wenn ihr in einem Haus seid. Doch wenn ihr mal woanders seid, ich halte mal das untere Stockwerk. Dann geht ihr in das blaue. Hier erklärt ihr euch, was man in der Wi-Fi Connection macht. Und hier ist die zwei, eine von denen müsst ihr fragen. Mit denen könnt ihr dann in die Wi-Fi also. Dann gehe ich wieder ins mittlere Stockwerk. So. Und es gibt natürlich auch einen Pokémon Center vor. Der Geschwister dort. So. Man muss sie einfach nur ansprechen und so mal die seine Pokémon. Okay. Und so. Hier seht ihr meinen Namen. Groß wird alles geschrieben. L-U-S-I-A. So heiße ich. Alles muss groß geschrieben werden. Und heute mal gegen mich kämpfen wollt ihr unten in der Wi-Fi. Dann zeige ich euch nochmal was. Mein Freundescode ist 4554 8342 6734.
benutzen. Und so ein Computer gibt es auch, da kann man seine ganzen Pokémon drauf lagern, was ich natürlich gemacht habe. Mein Bruder, der hat ein ganz cooles Pokémon, das würde ich euch gerne mal zeigen. Das hier. Sein Krippus in Shiny auf Level 100. Hat er den einen Rotom auf Level 100 in Shiny getauscht. Das haben wir wohl von unserem Cousin, denn der ist so ein Wi-Fi-Kollege, der kann sich auf der ganzen Welt tauschen. Ja. Kann ich auch auf der ganzen Welt tauschen, doch er hat irgendwie sehr viele Freunde aus China, weil sein Vater da ist. Hier sieht man eine Karte, so und ich gebe dem Spiel 5 Sterne. Ich gebe diesem Spiel in einer Skala von 1 bis 10 auch 9, denn zum Beispiel ich finde Pokémon, Hearthstone und Soul Silver soll ich aber geben. Aber wenn es schon soweit ist gerade, wenn es schon 2010 ist und ihr guckt das Video gerade, gibt es diese Spiele, glaube ich, schon bereits. Naja, in Japan gibt es die jedenfalls am 12.10. Aber das ist egal. Also ich gebe 9. Ja, und das Bonusmaterial findet ihr unter meinem Video. Nämlich da. Da findet ihr es. Geht kurz rein, da. Bis dann.